Moin, oh Freunde, und damit begrüße ich euch aller herzlich wieder zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir die Nordwüste erkundet und leider haben wir nichts herausgefunden. Wir haben leider nicht festgestellt, wer oder wo die Zahnräder der Zeit sind. Und deshalb werden wir jetzt wahrscheinlich weitersuchen müssen. Vielleicht hat der Plaudergeist schon eine weitere Idee. Wer weiß. Mal sehen. Auf jeden Fall hat er was zu besprechen mit uns. Ahem. Und da sind wir wieder. Im Moment arbeiten der große Swirlfins und ich an einer Lösung des Problems. Wir entwickeln unsere neue Strategie. Und bis wir sie entwickelt haben, möchten wir, dass ihr auf eigener Faust nach den Zahnrädern in Zeit sucht. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon. Alles klar, geht arbeiten. Okay, aber dann würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal in eine Nordwüste rein. Denn wir haben ja die Treibsandlöcher gesehen, ne? Und Tristan hatte doch im letzten Part noch erwähnt gehabt, dass er irgendwie diesen Ort fühlt oder kennt. Irgendeine Verbindung muss es doch wohl geben. Wenn es schon die gleichen Gefühle sind wie damals, oben an diesem zwar ersten Zahnrad der Zeit, den sie gesehen haben bei Selfie. Mal gucken. Mal sehen, was sie vorschlagen. Oder Justin und Tristan, was die da bereden. Wir sollen heute auf eigene Faust suchen, meinte Plaudergei. Wo sollen wir denn suchen? Ich frage mich, wir können zwar suchen, aber wir haben noch kein Schimmer wo. Vielleicht gestern, als wir da draußen waren? Dieses Gefühl. Dasselbe hatte ich im Nebelsee. Ich kenne diesen Ort. Ja, das ist es. Gestern bei dem Treibsandstrudeln dachten wir, wir sind in einer Sackgasse, aber vielleicht liegt dort noch ein Geheimnis verborgen. Was ist denn los? Steckst du schon wieder in deinen Tagtraum? Oh ja, entschuldige, warte mal. Hier, bitteschön. Ich teile dir das mit. Wie, du willst nochmal in die Malsandwüste? Aber wir waren doch schon gestern da, wir haben noch nichts gefunden. Warte mal, was? Als wir da waren, hattest du dasselbe Gefühl wie am Nebelsee? Na dann, okay, dann lass uns zur Malsandwüste wieder gehen. Ja, cool, ne? So schnell kann man doch einen überzeugen. Denn übrigens haben wir auch im letzten Part zwei neue Teammitglieder drin, und zwar Rubin und Hades. Die haben sich schon beide bei mir bedankt, dass sie so eine tollen Pokémon sind. Finde ich gut. Das wollte ich auch hören. Ich will nichts anderes hören. Kein Spaß beiseite, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass es euch freut, dass ihr diese Pokémon hier geworden seid. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Malsandwüste und schauen uns mal da ein bisschen besser um. Weil wir waren ja letztes Mal nur grob dort, haben gesehen, ah, Strudel, da kommen wir nie weiter. Aber irgendwas muss doch da sein. Tja, jetzt sind wir hier. Aber es scheint nichts hier zu sein. Vor uns ist weit und breit nur Sand. Und ein Treibsandstrudel, wie man sieht. Glaubst du, hier ist sonst noch irgendwas? Welches Geheimnis soll denn hier verborgen sein, bitte? Es ist sehr schwach. Aber ich fühle es trotzdem. Dieser Ort, ich kenne ihn irgendwoher. Aber so, wie es hier aussieht, da muss ich Justin einfach nur recht geben. Es gibt hier wirklich nichts außer Treibsandstrudel. Abgesehen von den Strudeln gibt es absolut gar nichts. Und noch Steine, die hier überall sind. Aber das ist klar. Warte mal. Warte eine Sekunde. Es kann doch sein, wenn es nur den Treibsand gibt, dann muss das Rätsels Lösung sein. Es geht hier nicht mehr weiter, oder? Mensch, was denkst du denn so viel, Tristan? Sag doch mal. Warte mal, was? Warte, wir sollen in den Treibsand springen? Bist du komplett wahnsinnig? Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Schlägst du ehrlich davor, dort hineinzuspringen? Okay, ich vertraue dir mal. Ich glaube an dich. Ich habe es nur dank dir soweit geschafft. Also werden wir es jetzt wohl weitermachen.
Ja, damit sehen wir noch die Vergangenheit, aber ich möchte jetzt nicht jede Vergangenheit jedem mal vorlesen. Wir haben es ja mitbekommen. Damals habe ich dir auch vertraut, Tristan. Ich habe es damals geschafft, weil du mir Mut gegeben hast. Meine Gefühle haben sich seitdem geändert. Seitdem nicht geändert. Also lass es uns tun. Lass uns einfach in den Treibsandstrudel springen. Ist total lebensmüde, würde ich niemals im echten Leben machen. Bist du soweit? Eins, zwei, drei, los! Wow! Alles klar. Ach so. Ah, mein Hintern. Oh. Wo sind wir? Ist das eine Art Höhle? Wir sind von da oben runtergefallen. Boah, du hattest recht, Tristan. Du hattest recht, das Geheimnis lag hinter dem Treibsand. Los, erkunden wir weiter. Auf die Suche nach den Zahnrädern der Zeit. Treibsandhöhle UE1. Und natürlich, Hades und Rubin denken sich so, ja, die. Eigentlich ist es für den normal. Die brauchen eigentlich nur im Treibsandstudio runterlaufen. Die kennt's ja nicht anders. Und ich habe auch nicht trainiert, weil wir schon relativ überlevelt sind. Hades kriegt jetzt. Fuchtler ist gut. Fuchtler ist wirklich gut. Auch wenn es verwirrt, es ist trotzdem gut. Und gut, okay, die Basisschwerte steigen sehr schwach. Aber dafür haben wir zwei gute Teammitglieder. Ich denke mal, das reicht als Ausgleich. Hier hinten ist nichts. Das ist natürlich ganz geil. Oh, Pupita. Da haben wir die Weiterentwicklung von Diades. Mensch. Und Rubin. Glückwunsch. Rubin ist jetzt schon 16 Jahre alt, Mensch. Zwar ist sie jetzt immer noch minderjährig, aber das wird noch. Zwei Level kriegen wir locker hin. Ach ja. Pokémon macht mich manchmal irre. Aber im positiven Sinne gemeint. Ich liebe Pokémon. Merkt man, weil so viele Pokémon-Projekte wie es auf dem Kanal gibt, ist ja schon echt eine Menge. Ja, gut, okay. Warte mal, Bier und Score kriegen wir so down. Aber ich bin noch mit Pokémon groß geworden, also da ist es auch kein Wunder, dass ich so viel Pokémon bringe. Nintendo-Fan plus Pokémon-Fan. Ach ja. Aber dafür habe ich nie Zelda kennengelernt. Habe ich auch schon erzählt gehabt, dass ich Zelda leider nie kennenlernen durfte. Weil ich so bis Ewigkeiten noch nicht kannte. Erst wo ich dann schon selber wenig mehr auf YouTube unterwegs war mit Videos schauen, da habe ich dann mitbekommen, dass es doch Zelda gibt. Habe mich aber nicht wirklich dafür interessiert gehabt, weil ich das halt wirklich null kenne. Aber ich dachte mir jetzt so. Irgendwann bestimmt werde ich das auch mal anfangen und vielleicht ein, zwei Spiele spielen. Wie gesagt, ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt. Derzeit habt ihr ja sogar sehr fleißig abgestimmt, muss ich sagen, bei der Abstimmwahl, welches Projekt als nächstes kommen soll. Das ich verlinkt habe. Und ich kann schon deutliche Tendenzen sehen, was ihr sehen wollt. Problem ist, ich muss wirklich erstmal hinbekommen, ob ich das. Hinbekommen. Ja, doch. Hinbekommen, dass das funktioniert. Das ist nämlich nicht ganz so leicht. Leider, muss ich ehrlich sagen. Ich habe vorher nämlich nicht nachgedacht und deswegen habe ich es in Fragezeichen geschrieben, weil ich nicht wusste, ob das Projekt wirklich. Ob ich das überhaupt machen kann. Ob die technischen Möglichkeiten da sind. Ihr werdet es dann mitbekommen. Sonst würde ich ein anderes Projekt von denen, die jetzt hochgerankt sind, nehmen und. Let's Playen halt. Aber ich denke mal, das hat erstmal Zeit, weil wir haben erst echt viele Projekte derzeit auf dem Kanal. Was halt auch nicht super geil ist. Ist zwar schön für Abwechslung, muss man schon sagen. Oh Gott, warte mal, Fuchtler ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Wir müssen Fuchtler doch nochmal rausnehmen.
Ich habe nämlich in Erinnerung, dass Fuchtel auch manchmal uns selbst treffen kann. Und das muss nicht unbedingt sein. Und Rubine ist schon Level 17. Gut, sollte jetzt am Anfang relativ schnell gehen mit ihre Level, weil sie halt wirklich weit hinten hängt. Trotzdem viele KP hat. Also 76 KP ist echt hart. Aber ich freue mich, wenn sie sich weiterentwickelt. Weil ich glaube, ich habe noch keinen Knackrack in dem Spiel gesehen. Wäre mal was Neues. So, und wir gehen gleich weiter. Wir ignorieren die erste Abteilung und gehen noch tiefer in die Höhle. Nein! Oh, na, die Rakete ist die schlimmste Attacke, die gibt. Die ist arschgemein. Genauso wie Walzer. Hat der überlebt? Für ein Schwein. Das sind Glückwunsch. Mensch, die Level gehen hier fix hintereinander weg. Als ob Hades. Und 3 Lebenspunkte. Glückwunsch. Hades bis 24 Jahre alt geworden. Mensch. Junger Bengel. Shit, ich bin 28. Oh. Justin, wir sind zu alt. Ah, hier oben haben wir noch ein paar Pokédollar. Nein! Ja, gut, eine Falle, ne? Dreistreich. Dann sollten wir ein bisschen Schaden aufteilen. Ja, gucke mal. Hades und Rubin helfen richtig mit. Auch wenn sie mal gelebt haben hier. Obwohl. Stimmt, Ernie. Aber natürlich, Sandsturm ist jetzt belastend. Aber wir hatten bis jetzt nicht so viele Sandstürme, muss ich sagen. Außer jetzt natürlich. Nein, bitte nicht. Justin, nicht sterben. Justin, hast du keine Brille auf? Gut, okay, ich habe auch keine Brille auf, passt schon. Wir sind beide gerade blind. Stufe 4, oh nein, man... Sandstürme. Und wenn wir schon dabei sind, was mögt ihr Sandstürme oder nicht? Also wenn jetzt welche schreiben, ja, dann, Der Sporter, was? Bitte, was? Wo kommst du denn her? Hades, nicht hingucken. Das ist nicht deine Familie gewesen. Das war nur ein Wildfremder. Tut mir leid, Hades. Ich kann nichts dafür. Der stand da einfach so vor mir und wollte mich plätten. Kraftwelle sollte man auch treffen. Ey, triff. Triggert. Sandama. Aber ganz ehrlich. Tschüss. Wir haben unser Team. Ich will nichts daran erinnern mehr. Oh Gott, noch ein Despotter. Ach so, Steinhage. Ich hab was ganz anderes gedacht gerade. Despotter ist hart. Warum ist es da? Aber ganz ehrlich, ich will lieber keinen Despotter haben. Ich will lieber ein Hades haben, der klein ist. Der sich noch natürlich erwachsen fühlen muss irgendwann. Oder sich weiterentwickeln soll. Ich finde weiterentwickelte Pokémon jetzt nicht so geil wie vorentwickelte. Weil ich dann immer noch das Gefühl habe, du kannst es weiterentwickeln. Ist ein komisches Gefühl gewesen. Kann ich eigentlich hier in diesem Spiel Ryunu weiterentwickeln? Weiß das jemand? Weil es gibt ja keine Sympathiepunkte mehr in dem Sinne. Weil wir sind ja selbst das Pokémon. Das würde ich echt mal gerne wissen. Ob man mich weiterentwickeln kann. Ey, kommt Leute, trefft doch einfach. Seid nicht so blind.
Immerhin. Rubin, du bist volljährig. Jetzt kannst du Party feiern. Warte mal. Erstmal eine Sinnelbeere. Nicht gut. Aber ich glaube, Hades hält noch ein paar Attacken aus. Bitte was? Hades, warum greifst du nicht mehr an? Hades? Danke. Ich wollte gerade noch sagen. Ey, lass Hades in Ruhe, Freund Josef. Also diese Despoter sind hier echt sehr heftig in dem Spiel. Als ob das als Massenproduktion hier unten gibt, diese Despoter. So, jetzt möchte ich gerne einen Ausgang finden, weil ich habe keine Lust mehr, Despoters zu treffen. Natürlich, wahrscheinlich ist der einzige Ausgang, den in dieser Höhle gibt, ganz unten. So, schlechtes Wetter, ja. Wir machen noch ein Biss und dann sollte ausreichen. What? Ja, verarsch mich jetzt nicht, Spiel. Wo ist denn hier dieser Ausgang? Der kann nur hier sein. Oh, Sandsturm. Aber die Musik ist auch wieder schön. So schön mysteriös. Nee, ich muss los. Hat nicht Ninjas nur ein HP? Ninjas hat doch nur ein EP, oder nicht? Egal, wir werden jetzt auf jeden Fall weiterlaufen. Ich habe keine Lust mit Streitigkeiten gegen Despoter. Und wir sind jetzt, denke ich mal, in der letzten Ebene. Bis wir zum finalen Raum kommen. Ah. Nein. Nein. Böse. Obwohl, eigentlich ist es besser, dass Ninjask hier nicht ein KP hat. Weil das Problem ist, stell mir vor, du hast jetzt nur Pokémon, die nicht sehr effektiv dieses Pokémon treffen. Dann, ja, hast du verloren. Ja gut, du kannst es natürlich auch flüchten, aber das machen halt deine Mitstreiter nicht mit. Deshalb macht es schon ein bisschen Sinn, dass Ninjas... Oh, Untergrundsee. Dass Ninjas eben halt kein 1 KP hat und sonst Resistenzen, außer die ja sehr effektiv sind. Oder das ist... das ist so fantastisch. Das hätte ich nie erwartet. Diesen riesigen unterirdischen See. Sieh mal, da hinten leuchtet es. Dieses Licht. Ich bin mir sicher, dass ich schon mal das gesehen habe. Ach, das ist es. Jetzt habe ich es. So ein Licht haben wir schon am Nebelsee gesehen. Das heißt, dieses Licht kommt vielleicht vom Zahnrad der Zeit. Wir müssen uns unbedingt das genauer ansehen. Oh, warum ist es denn jetzt so dunkel? Wartet. Was? Wer seid ihr? Wer hat das gesagt? Wieso? Wieso seid ihr hier? Wieso? Wir sind hergekommen, weil wir das Zahnrad der Zeit suchen. Haltet euch von dem Zahnrad der Zeit fern. Wenn ihr das Zahnrad der Zeit nicht in Ruhe lasst, dann werde ich euch aufhalten müssen. Wer bist du? Ich bin Vesprit. Ich beschütze hier am Untergrundsee das Zahnrad der Zeit. Du beschützt das Zahnrad der Zeit? Ich erlaube euch nicht, das Zahnrad der Zeit jemals zu stören. Macht euch bereit.
Wir wollen gar nicht. Pokémon lassen sich echt mit. Also lassen echt nicht miteinander sprechen, ne? Ja, was nutzen wir? Den nutzen wir. Gute Nacht, Vesprit. Ja, wir beißen es jetzt kaputt. Ja, das war Vesprit. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr das Zahnrad der Zeit steht. Mann, hör uns doch zu jetzt. Wir sind hier nicht um das Zahnrad der Zeit zu stehlen. Oh, lüg mich nicht an. Selfa hat mir per Telepathie erzählt, was geschehen ist. Ich weiß, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Was? Selfa hat es dir gesagt? Das wart ihr, nicht wahr? Nein, wie gesagt, wir waren es nicht. Aber wer ist dann dafür verantwortlich? Das wäre dann wohl ich. Wer bist du? Reptain. Das ist Reptain? Entschuldigt. Aber ich werde mir dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Boah. Lass mich durch. Ich lasse dich nicht durch. Ich lasse nicht zu, dass du das Zahnrad der Zeit nimmst. Dann habe ich keine Wahl. Oh. Vesprit. Du hast diesen Kampf verloren. Du hast ernsthaften Schaden davon getragen. Sei also vernünftig und übertreib's nicht. An uns kommst du nicht vorbei. Wir lassen es nicht zu, dass du das Zahnrad der Zeit stiehlst. In Ordnung. Es tut mir leid. Ah, er ist so schnell. Vergebt mir. Ich wollte euch keinen Schaden zufügen, aber ich nehme dieses Zahnrad der Zeit mit. Das Zahnrad der Zeit, der Dieb hat es. Oh, es tut mir leid, Selfa hat wohl nicht euch gemeint. Er meinte dieses Pokémon. Oh, es tut mir so leid, dass ich euch misstraut habe. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh Gott, wie schrecklich. Wir müssen unbedingt verschwinden. Warum? Oh, weil die Zeit stehen bleibt. Das ist gar nicht gut. Ah, was geschieht hier? Ich kann dir zumindest sagen, warum es geschieht. Und zwar, weil der Dieb das Zahnrad der Zeit mitgenommen hat. Deshalb wird die Zeit in dieser Gegend. Die Zeit wird überall um den Untergrundsee hier herum stehen bleiben. Was? Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir auch in der Zeit gefangen sein. Schnell, rennt so schnell ihr könnt. Ist ein schnelles Rennen. Aber wir haben die Karte komplett erkundet. Und Alter, ist das ein böses Pokémon. Die Wolken über dem Treibsandhöhle sowie über dem Trockengebiet haben sich verzogen. Gut, damit würde ich sagen, war's das für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.